Das System kontrolliert den Reifendruck anhand der Geschwindigkeit der Räder beim Fahren. Wird bei einem oder mehreren Reifen ein Druckverlust festgestellt, leuchtet an der Instrumententafel diese Kontrollleuchte auf, um Sie zu warnen. Sie müssen dann den Druck Ihrer vier Reifen prüfen und korrigieren. Die Reifendruckwerte müssen den auf dem Etikett an der Fahrertür angegebenen Nutzungsbedingungen entsprechen. Dieser Vorgang muss immer bei kalten Reifen durchgeführt werden. Nach erfolgter Korrektur des Reifendrucks erlischt die Kontrollleuchte nach wenigen Minuten Fahrt. Nach einem Reifenwechsel, nach Einsatz des Reifenfüllkompressors oder bei stark beladenem Fahrzeug müssen Sie den Reifendruckwert neu initialisieren. Merken Sie sich, dass die Reinitialisierung immer nach der Prüfung des Drucks aller vier Reifen im kalten Zustand erfolgen muss. Diese Reinitialisierung erfolgt bei eingeschalteter Zündung. Drücken Sie mehrmals nacheinander auf diesen Befehl, um die Registerkarte Fahrzeug auszuwählen. Wählen Sie anschließend über diese Tasten die Funktion Reifendruck. Führen Sie einen langen Druck auf diese Taste aus, um die Reinitialisierung zu starten. Die Taste gedrückt halten, bis die Meldung Vorgang abgeschlossen angezeigt wird. Jetzt können Sie wieder fahren. Falls diese Kontrollanzeige nach mehrmaligem Aufblinken erneut auf der Instrumententafel leuchtet, muss der Vorgang zur Reinitialisierung des Reifendruckreferenzwerts erneut durchgeführt werden. Wenn diese Kontrollanzeige mehrere Sekunden lang blinkt und in Kombination mit der anderen orangefarbenen durchgehend leuchtet, wurde ein Defekt des Systems festgestellt und Sie sollten einen Vertragspartner kontaktieren. Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Funktion eine zusätzliche Fahrhilfe darstellt, die die Wachsamkeit des Fahrers nicht ersetzen kann. Überprüfen Sie für die Sicherheit aller regelmäßig den Reifendruck.